Hallöchen meine lieben Pikachus, was geht ab? Euer Beats heißt euch mit Rosa im Hintergrund heute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Labby Run gegen den Pad. Hallo! Was geht ab? Und ja, ihr seht heute Rosa mit ein bisschen Schwarz gemischt. Das ist das heutige Design. Wir bauen uns beide gegenseitig Labyrinthe, verstecken dort vier Kisten mit jeweils, einer Schlüsselkarte dann immer drin. Wenn wir diese vier Schlüsselkarten dann auf der anderen Seite, sobald wir getauscht haben, gefunden haben, können wir rübergehen und den anderen töten. Sobald dies passiert ist, haben wir gewonnen. Also, Leute, falls ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like da. Bleibt dran, habt viel Spaß, es wird nämlich ganz cool. Und viel Spaß beim Video, abonnieren nicht vergessen und let's go. So, dann machen wir hier beide Türen mal zu. Ich gehe auf meiner Seite und baue ein schönes Labyrinth und der Pet baut das gleiche auf seiner Seite. Viel Spaß. Was für ein Block ich benutze, habe ich noch irgendwie nicht geplant, aber ich habe eine coole Idee. Ich glaube, klappt das überhaupt so? Moment, ich glaube, klappt das so? Ne, klappt nicht. Okay, schade. Stimmt, das kann nicht nebeneinander sein. So sieht mein Boden aus, Leute. Ist doch ganz frisch. Ich weiß nicht, ob ich die Wände aus dem gleichen Material bauen soll oder ob ich mir was anderes dafür einfallen lassen soll. Mhm. Was sagst du, Pat? Ich sage, mach das, wie du möchtest, weil ich werde jetzt ein mega lustiges Labyrinth machen, Kappa. Okay. Ich weiß nicht, was mega lustig bedeutet, aber gut. Ich, hab mich für eine Sache entschieden. Lass es gehen, bitte, lass es gehen, bitte, lass es gehen. Nein, es geht nicht. Wolltest du Kakteen benutzen oder was? Nee, was anderes. Okay, bei mir nimmt das Ganze langsam Form an. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Bist du schon weit? Ja, doch. Eigentlich schon. Achso, ich habe übrigens natürlich auch wieder einen Timer gestellt. Ne? Quarky die Ente ist am Herkommen. Quarky die Ente kommt immer näher und wird quaken, sobald die Zeit vorbei ist, Leute. Also ich würde sagen, meins ist heute sehr harmlos. Ja, ich baue auch nichts Wildes. Ja! Nee. Also ich sag mal so, heute hast du das erste Mal... Ja, was ist das erste Mal? Lang, das ist auch gelogen. Aber heute hast du auf jeden Fall keine Einschränkung oder nichts, was dich hier irgendwie abfacken würde, wenn du durchläufst. Also kein Lavaboden oder so. Das wäre auch geil, ne? Aber naja. So. Der Boden ist Lava. Also ich würde nämlich einschätzen, das ist vielleicht ein bisschen was anderes. Also hatten wir, glaube ich, noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht schwierig. Ja, dann bin ich mal gespannt. Also ich habe so meinen Grundriss gesetzt. Ich guck mal kurz, wo und wie es möglich ist, vorbeizukommen und ändere eventuelle nicht mögliche Passagen ab. Okay, ich muss aber nichts abändern, weil alles possible ist. Das heißt, ich kann mein Labyrinth so jetzt quasi hochziehen und wende wieder diesen Trick hier an, um das Labyrinth ein paar Blöcke höher zu ziehen. Ich glaube, so sollte auch schon reichen. Ja, sieht wundervoll aus, genau. Wie alt bist du? Ja, mit dem Labyrinth an sich schon fertig. Ich muss eigentlich nur noch verstecken. Okay, ich auch. Und wir haben sogar noch 6 Minütchen Zeit. Also, wenn alles jetzt glatt läuft, dann werde ich die nicht mal benötigen. So, Sicherheitsvorkehrungen sind auch getroffen. Wundervoll. So, die erste Chest ist hier so mehr oder weniger versteckt. Hoppala, da kommt eine Schlüsselkarte rein. Wie gesagt, der Pet meint hier auch, dass er relativ human ist. Das heißt, ich bin heute auch sehr human am Start. Dann müssen wir noch eine zweite verstecken. Da habe ich mir gedacht, mache ich das Ganze so ein bisschen und versuche hier irgendwas zu verstecken, Leute. Die zweite wird hier versteckt sein, Leute. Hoppala. Zack. Da kommt dann Schlüsselkarte Nummer 2 hin. Und jetzt brauche ich noch ein weiteres Versteck, weil ein anderes Versteck habe ich schon im Kopf, ja. Aber ein weiteres brauche ich noch. Ich glaube, das packe ich hier so rein. Genau, Schlüsselkarte Nummer 3 ist dann hier versteckt. Wundervoll, ist glaube ich auch eine ganz coole Idee. Und auch gar nicht, also nichts Schwieriges oder sonst was, ist gut möglich. Und die letzte Schlüsselkarte verstecke ich. Hier, Leute, hier kommt die letzte rein. Genau, ich habe mich mal kurz gemutet. Also er muss halt erstmal alle Schlüsselkarten finden, geht dann hier durch und findet dann ganz am Ende die letzte Schlüsselkarte direkt vor der Tür. Das ist mein Plan. Und damit bin ich fertig. So, Pat, ich weiß nicht, wie es... Oh, Quarky die Ente ist am Start, Pat. Ja. Bist du soweit fertig? Bin fertig. Nice. Also, ich würde sagen, also ich stehe vor der Tür, habe mein Spawnpoint gesetzt. Wenn du auch ready bist, können wir die Seiten tauschen. Ja. Ja. Let's go. Let's go. Viel Spaß auf meiner Seite. Ja, oh. Lol, du hast alles komplett... Ah, ne, aus Türen. Ich wollte gerade sagen, alles komplett aus Wolle gebaut, aber das ist nur hier der Vorraum. Ja. Lol, und du hast ein Dach gebaut. Alles klärchen. Dann gucke ich mal direkt, ob ich nicht hier irgendwie was übersehen habe. Aber ich muss jetzt in alle Richtungen gucken, Leute. Beim letzten Mal habe ich hier ein bisschen...
falsch gesucht. Sagen wir es mal so. Alles klar. Hier ist aber nichts. Und dann schaue ich mal weiter. Hier oben ist auch nichts. Ich glaube, ich muss wirklich ins Labyrinth rein. Und... aha, Barrierblöcke sind über mir gesetzt. Das heißt, ich kann schon mal nicht irgendwie nach oben buggen, Pat, ne? Nee, das ist nicht mein Gedanke gewesen. Aha, okay. So, ist hier... oh, der F5-Modus bringt ja dann auch nichts. Oh Gott. Ich glaube, ich habe eine gute Taktik. Aber das Problem ist bei den Türen. Pat, muss man dir lassen. Du kannst da echt was versteckt haben hinter irgendeiner Tür. Das ist das Problem. Ja, das stimmt. Oh Gott. Das ist wirklich ein riesiges Problem. Oh, es geht. Ja, ich muss im Prinzip jede Tür einmal öffnen und wieder schließen. Ja. Also no joke, weil hinter der Tür halt irgendwas versteckt sein könnte, ne? Wer weiß, wer weiß. Vielleicht habe ich ja auch woanders was alles hingetan. Das kann auch sein. Was hast du schon so gefunden? Gar nichts. Als ob du noch gar keine Chest gefunden hast. Ah doch, jetzt habe ich die erste. Ah, nice. Also ich habe schon zwei gefunden. Mhm. Ja, ich glaube auch, du wirst die eher finden. Hör ich nicht meine sind wirklich auch nicht schwierig. Ja. Nein, no joke. Vom Ding her sind die nicht schwierig. Hast du denn nur Schalker-Boxen genommen oder nur auch normale Chests? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Lol. Vor allem, du musstest du jede Tür mit der Hand platzieren, Pat? Ja. Oh, nice. Ja, ich kann hier so ein bisschen durchrushen. Vielleicht ist es ein Vorteil, vielleicht aber auch bislang einfach nur Glück gehabt. Also ich kann mal so viel sagen. Ich glaube, ich habe nur Schalker-Boxen verwendet. Okay. Mal blau, mal rot, mal schwarz, mal lila. Genau so. Ach Mann, ich dachte, ich hätte eine, aber leider nicht. Du holst schon die Sachen, ich hab's gehört. Nein, ich habe hier nur eine Kiste geöffnet. Ja. Hä, bist du doof? Ich habe rechts hinten eine Kiste geöffnet. Ich hole gar keine Sachen. Ich bitte dich. Lol, kommen hier Zombies oder was? Das war nicht geplant. Ja, ich sehe kein Zombie, ich höre aber irgendwas. Hier hinter der Anfangstür ist auch nichts. Ich habe nochmal am Anfang geguckt, aber da ist auch nichts. Mir fehlt eine letzte Karte. Wie viel hast du, Pat? Eine. Ach, immer nur noch eine? Mhm. Crazy. Damit hätte ich nicht gerechnet. Würdest du sagen, eine deiner Kisten ist mega schwer versteckt im Gegensatz zu den anderen? Nee. Okay. Eigentlich alle nach dem gleichen Prinzip. Lol. Mann, ich dachte, ich hätte was gefunden. Ich glaube, ich habe die gleiche Chest jetzt schon dreimal geöffnet. Mein rechter Finger wird heute abfliegen, das sage ich dir. Bei dem Geklicke ist das nachvollziehbar. Ja, ich bin eigentlich nur am Klicken. Klick, 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 klick. Lol, nein, hier ist wieder nichts. Wie kann das sein, dass ich keine Kiste mehr finde, Pat? Weiß es nicht. Welche Kisten hast du denn gefunden? Die beiden an der Ecke und eine in der Mitte. Okay. Und dieses Muster, das geht so auf die Augen, ne? Wirklich, ja. Dieses Muster von dir, das tut so in den Augen weh. Deswegen habe ich es genommen. Boah, soll ich einfach mal alles absuchen? Oder das kann doch nicht sein, dass ich irgendwie jetzt hier eine Stelle übersehen habe oder nicht gefunden habe oder so. Wobei ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann, dass du nicht einmal diesen Wandtrick verwendet hast. Aha. Lol. Ich komme nicht mehr raus. Ehrlich? Doch jetzt. Nee, alles gut. Ah! Manometer. Ah, du bist mittlerweile fündiger geworden als nur eine Kiste, ne? Ja, mit zwei Kisten. Was? Alter, diese Türen. Ah, jetzt hast du wieder mehr Keycards, oder was? Nee. Immer nur noch zwei? Ja, musst du auch nicht glauben. Das ist deine Sache, hör mal. Das kannst du machen, wie du möchtest. Danke. Boah, mein rechter Finger ist am Durchdrehen, Pat. Mein rechter Finger ist... Na, wie nennt man es mal? Mein rechter Finger ist ab. Ich glaube, es heißt eigentlich, mein rechter Platz ist... Ja, Pat, aber jetzt Finger. Ich weiß nicht, in was für Kindergärten du dich rumgetrieben hast. Ja, aber jetzt in dem Fall wird das ja passen mit Finger. Ja.
Ein rechter Finger ist ab. Ich wünsche mir den Pad. Herab, genau. Ich habe bis jetzt 3 Keycards, aber die eine finde ich irgendwie nicht. Ich habe jetzt oben geschaut, habe jetzt in den reingeschaut. Du lügst ziemlich schlecht, Pat. Weil? Weil du was aus der Kiste geholt hast. Das heißt, du bist irgendwo bei mir. Warum habe ich was aus der Kiste geholt? Ich habe dein Spiel durchschaut. Alter! Das gibt's doch nicht! Ich werde dich holen. Du wirst gar nichts holen! Das ist mein Sieg! Das ist mein Sieg! Ey, das ist... Ja! Anderthalb Herzen! Das ist doch nicht normal. Nice! Ich bin zu spät heute. Ich bin zu spät gesprungen. Alter, und ich lauf zu dir rüber, sneak die ganze Zeit durch, suche dich, weil ich dich am Anfang noch gehört habe und dann genau in dem Moment hast du die letzte gefunden. Crazy. Aber wie fandst du meinen Trick mit, du musst erstmal alle drei finden und dann da durch? Gut. Und dann, das war nice, ne? Ja. Wie kamst du denn da drauf? Weiß ich nicht, weil du das schon mal angesprochen hattest, deswegen. Ah, okay, nice. Schade, also das war echt eine coole Folge heute. Wir haben, glaube ich, das erste Mal wirklich beide uns gegenseitig auf den falschen Seiten dann gesucht, als wir fertig waren. Falls euch die Folge gefallen hat und ihr mehr Labby Run sehen wollt, dann lasst einen Like da, zeigt es uns mit fleißig Kommentaren, Daumen nach oben, schreibt uns in die Kommentare, was für Blöcke und Labyrinthe wir beim nächsten Mal bauen sollen und schaut bei Pat vorbei. Da würde mich auch ziemlich freuen. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao, euer Beats. Tschüss.